Hallo zusammen und viele Grüße nochmal aus Kalifornien, Union City, um genau zu sein. Ja, das ist jetzt ein Gruß mal wieder aus der Vergangenheit natürlich. Ich filme das ganze Video hier im Juni, Anfang Mitte Juni 2020, meine letzte Woche in Kalifornien. Und dachte mir, einer geht noch rein und gehe mal ganz kurz mit euch in ein Smart and Final. Das ist so ein bisschen schwer einzuordnen, der Laden, muss man halt also sagen, weil er ja kein reiner Lebensmittelladen ist, sondern so ein bisschen halt auch andere Produkte hat. Es gibt 250 Filialen von Smart & Final. Hallo, der freundliche Germane kommt zu Besuch. Ja, es gibt 250 Filialen von Smart & Final, die überwiegend eigentlich nur an der Westküste zu finden sind. Also an der Ostküste gibt es kein Smart & Final. War jetzt ein bisschen redundant zu sagen, ja. Westküste hätte gereicht. Und man findet sie, habe ich mal angelesen, in Idaho, in Oregon, Washington, Kalifornien, New Mexico und im Norden von Mexiko, also the real Mexico. Und ansonsten im Rest des Landes, wie gesagt, nicht. Hat 250 Filialen der Laden. Ist irgendwie entstanden durch so einen Haufen von Mergern und Acquisitions, also Ankäufen von anderen Läden. Der ursprüngliche Laden lief mal unter einem ganz anderen Namen. Und das ist Smart & Final. Ist verhältnismäßig klein, der Laden. Hat, wie gesagt, eine Mischung aus Lebensmitteln und Gastronomiebedarf. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie man... Boah, krass, guck mal hier, so ein Jumbo Onions. 50 Pfund Zwiebeln, also 23 Kilo Zwiebeln für 13 Dollar. Nicht schlecht. Also solche Sachen kriegt man hier natürlich recht günstig, wenn man keine Costco-Membership hat und Großmengen kaufen will, ist man bei Smart & Final recht gut aufgehoben. Ansonsten, ja, für den reinen Lebensmitteleinkauf ist es schwierig. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich war hier nicht häufig in dem Laden. Ich war hier mal eine Zeit lang, weil es hier sowas wie so Pizzapfannen und so zu kaufen gab. Die haben sie leider nicht mehr, aber die hatten sie mal eine Zeit lang. Und deswegen bin ich hierher gekommen in den Laden oder gegangen. Aber ansonsten, ja, kenne ich mich jetzt auch nicht so wahnsinnig aus mit Smart & Final. Hat 8000 Mitarbeiter, habe ich gelesen, der Laden. Also ich habe sie nicht persönlich gezählt. Steht auf Wikipedia, wenn man dort auf Smart & Final den Artikel geht. Wie gesagt, 250 Filialen, was jetzt nicht so viel ist im Vergleich. Ja, hier gibt es so die üblichen Produkte im Kühlschrank. Hier gibt es ein paar von den guten Idaho-Kartoffeln. Also die meisten Kartoffeln, die in den USA verkauft werden, sind halt aus Idaho. Hier ist so ein bisschen so eine Gebäckstation mit M&M-Kuchen, Cookies natürlich, Keksen. Wo fange ich an? Auf der linken Seite, auf der rechten Seite, schwer zu sagen. Hier Tiefkühlpizza, die immer in den USA relativ teuer. Da unten, die ist recht günstig, in Anführungsstrichen für 4,19 Dollar. Hier wurde schon so ein bisschen geplündert in dem Regal. Hier gibt es die guten, gesunden Macaroni and Cheese oder auch Mac and Cheese genannt. Meine Kinder lieben es. Und guck mal hier, die guten Corn Dogs. Das kennt man auch in Deutschland nicht. Ein kulinarisches Highlight, was den Deutschen da jetzt leider vorenthalten geblieben ist. Die Corn Dogs hier auch im glutenfrei, im gluten-free. Und das Philly Steak and Cheese, das Philly Cheese Steak hier im Tiefkühlregal. Kann jetzt natürlich nicht so geil schmecken wie ein frisches Philly Cheese Steak. Ja, die ganzen Tiefkühlgerichte. TGI Fridays verkauft hier auch ein paar abgepackte Produkte. War ich auch schon länger nicht mehr. Jetzt wegen Corona sowieso nicht. TGI Fridays, thank God it's Friday. Was mit der ganzen Homeoffice-Situation jetzt momentan auch sowieso keine Rolle mehr spielt auf Freitags. Oh, guck mal, da könnt ihr euch sogar so ein Shopping-Cart kaufen, so einen faltbaren Wagen.
da oben. Ich hoffe, man sieht das jetzt. Hier steht leider nicht dran, was er kostet, aber würde ich jetzt auch nicht so in Erwägung ziehen. Wobei ich tatsächlich in meiner Massachusetts-Zeit hatten wir so ein Ding in weiß, weil wir halt von dem Supermarkt um die Ecke immer nach Hause gelaufen sind mit Waren und es war halt gerade zu nah dran, um zu fahren und zu weit, um das ganze Zeug zu tragen. Hot and Spicy Wings, wenn ihr mal hier seid, die Dinger sind wirklich richtig scharf, diese Wings. Da bleibt kein Auge trocken. Ja, und hier gibt es Chicken Breasts im Großpack. $10 für 1,81 Kilogramm. Baked Beans. Das ist, denke ich, auch jetzt eher so ein Gericht, was der eher mexikanischen Bevölkerung hier geschuldet ist, dem Anteil. Shrimps, Salmon, Burger Patties, Lachs Patties. Ein Calamari Rings. Calamari Ringers. Was ist das hier? Silikon Ice Cube Tray. Okay, Eiswürfel. Das haben sie hier noch nicht so richtig ausgepackt, scheint mir. Und hier gibt es Stuffed Shells, Cheese und Jumbo Ravioli gibt es hier. Und Meatballs natürlich, die guten IKEA Fleischklöpse. Nee, sind nicht von IKEA, aber die guten Fleischklöpse. Die Köttbullar. Dürfen hier nicht fehlen. Ich bin der verrückte Typ, der durch den Laden läuft und so lacht und so. Ja, diese Bulkfood-Station ist hier jetzt gerade geschlossen wegen Corona. Natürlich, ne? Please ask associate for assistance. Bulkfood is no longer a self-service department. Ja, da muss man einen Angestellten fragen, der einem da hier was rausholen kann. Ansonsten gibt es hier für 3,79 pro Pfund, also pro 453 Gramm, kann man sich hier verschiedenste Nüsschen abwiegen. Und die Kaffeemühle ist wahrscheinlich auch gerade nicht am Start, im Betrieb. Was gibt's hier noch? Kombucha-Getränke für 3,99. Und Hummus darf hier auch nicht fehlen, natürlich. Käse im Block, im leckeren Großblock, geschreddet. Gesundheit. Und hier gibt es den Ayran. Ne, hier gibt es keinen Ayran. Hier gibt es nur Greek Honey Joghurt. Dänisch Feta. Guck mal, da oben gibt es dänischen Feta-Käse für 6,49 für 400 Gramm. Der gute, klassische dänische Feta-Käse. Ja, und hier drüben gibt es Eier. Ist jetzt ein bisschen awkward. Hier gibt es so Plastikkanister. Die Milch da drüben momentan Limit von 2. Darfst nur 2 Milchpackungen kaufen. Das reicht bei diesen Ausmaßen natürlich eigentlich auch aus. Aber okay. Sozialismus, nur 2 Packungen, die man kaufen darf. Es war ein Scherz mit dem Sozialismus, ja, nicht, dass sich hier Leute aufregen. Und hier, guck mal, gibt es einen kleinen Pack fürs Frühstück. Für spontane. Boah, das ist aber wirklich günstig. Also 4,49 für 2,27 Kilo. Das ist allerdings auch keine richtige Butter. Es ist jetzt halt irgendwie so ein Spread aus irgendwelchen Industrieabfällen. Nee, keine Ahnung. Wahrscheinlich schon aus irgendwelchem Sojaöl oder sowas. Ja, hier gibt es weitere Getränke. Ich gehe mal. Hier rein. Da oben gibt es so eine riesige Kühlbox. Mit einer 116 Dosen Kapazität für $30. Ist ja allerdings auch nur Schaumstoff, Styropor. Und hier gibt es natürlich sehr viele, ja, so mexikanische Tiefkühlgerichte, die man jetzt wahrscheinlich in Deutschland auch nicht so häufig findet. Die Taquitos und die Burritos. Guck mal, hier wird es auch nochmal so richtig krass. Pancake und Sausage on a Stick. Und English Muffins. Sorry, ich bin dem Typen gerade vor die Füße gelaufen. Ja, und das Whipping hier, ich weiß nicht, ob ich in einem früheren Video mal darauf hingewiesen habe, dieses Cool Whip ist auch nicht schlecht. Es hat so eine Sahne, so eine sehr süße. Habe ich, glaube ich, schon mal drüber geredet. Chocolate Fudge Cake. Und die Super Preze.
Die Super Pretzel. Und das Tuxedo Dessert Assortment. Im Deutschen würde man das als Smoking Dessert Assortment verkaufen. Hier würde das, glaube ich, nicht so laufen als Markenname Smoking Dessert. Das Raucher Nachtisch, Quesadillas, Tamales. Weitere mexikanische Produkte oder für den aus der mexikanischen Küchenregion sozusagen. Wobei die mexikanische Küche halt etwas vielfältiger ist als diese Standardprodukte. So ein bisschen wie in der Türkei oder in Deutschland mit dem Döner. So. Hey, Türkei, erst nur Döner, oder? So, und also ist Quatsch natürlich. Die Küchen sind meistens etwas differenzierter noch als das, was man im Ausland dieser Küche zuschreibt, aber gut. Für viele Deutsche ist der Ami ja jetzt auch nur immer Burger und Pizza den ganzen Tag. Was natürlich komplett stimmt, nein, auch nicht so ganz. Ja, weiteres Eis. So ein paar Servietten hier, 50 Napkins für 3,49. Und hier ist auch nochmal für den großen Eishunger, sind hier auch nochmal große Eismengen. Gut, kostet aber allerdings auch $16 das Eis da unten. Das da oben ist etwas billiger, 5,99, 18,99. Buy more, save more, also wenn man davon 10 kauft. Nein, keine Ahnung, wie viel braucht man? One for oder three or more for 18,99. Wenn man drei oder mehr davon kauft, spart man. Man gibt weniger aus. Und hier auch wieder die amerikanische Flagge für 19,99. Neben den Sonnenschirm für, ja, wer weiß, was die kosten, auch egal. Hier sind weitere Gerichte. Wenn ihr zu viel von diesen Eispackungen für im Dreierpack gekauft habt, dann heißt es Lean Cuisine. 2 für $5. Ich bräuchte wahrscheinlich 4 davon, um satt zu werden. Und hier gibt es wieder den Raw Cane Sugar aus Florida, wobei der meistens in Hawaii auch angebaut wird. Weiß ich jetzt nicht, 6,99. Hier sind wir wieder in der Obstecke. Und hier gibt es Sprinkles, leider gibt es, oh, hier gibt es auch Schokosprinkles, doch, das muss ich mir merken. Wenn ich mal wieder in die USA ziehe, hier gibt es die Schokosprinkles zu kaufen. Und hier gibt es geschnittenes Obst. Hier findet ihr das Dressing. Oh, sorry, walking away. Siehst du, ich benehme mich hier voll daneben, stehe den Leuten im Weg rum. Ja, hier gibt es halt Dressing. Okay, hier unten gibt es tatsächlich auch noch mal so ein bisschen in größerer Menge Dressing für 11,99 für 3,78 Liter. Eine Gallone Ranch Dressing, nicht schlecht. Pass auf, ich gehe mal weiter da hinten den Gang runter. Ich habe das Gefühl, es ist hier gerade so ein bisschen zu voll. Wir gehen mal am Kassenbereich vorbei, der jetzt wegen Corona halt hier so eine, Rosen. Vielleicht sollte ich die mit nach Hause bringen, um meine Abwesenheit auszugleichen für meine Frau im Homeoffice mit den Kindern, die natürlich keine Schule haben, zu Hause sind. Ich wollte eigentlich auch mal hier in die Gastro-Ecke gehen. Ich guck mal, ob ich hier noch dazu komme, die anderen Gänge durchzulaufen. Hier ist der Medizinschrank, guck mal, ist abgeschlossen. Vielleicht aus Wertgründen, aber vielleicht auch, damit Leute nicht hier irgendwie den Hustensaft klauen in großem Maße, um irgendwie Meth zu kochen oder so. Nee, keine Ahnung. Das ist jetzt aber ein bisschen übertrieben, dass sie sogar das Deo und die Zahnpasta weggeschlossen haben. Aber okay, vielleicht war es auch nur ein Lagerplatzproblem. Hier gibt es die guten Baby-Nahrungsgläschen. Toilettenpapier, also wir haben wieder Toilettenpapier hier. Die Panikkäufe sind vorbei, alles sehr schnelllebig natürlich. Ja, Kleenex-Boxen und so ein bisschen Bürowaren. Aber ich habe doch das Gefühl, dass wenn man so ein Gewerbe hat, irgendwie so ein Restaurant oder so, dass man hier bei Smart & Final ganz gut aufgehoben ist, wenn man nicht zu Costco geht, weil es halt hier so diese ganzen Blöcke gibt. Guck mal hier zum Beispiel Guest-Checks, also hier könnt ihr halt so eine Order halt aufnehmen, so Blöcke oder hier diese Rollen für irgendwelche Maschinen, Kassiergeräte. Fällt mir gerade der Name nicht ein, für so ein Ding da, ja. Naja, gut. Direkt neben dem Katzenfutter. Weiteres Toilettenpapier, sehr aufregend, dieser Gang. Schnell weiter, bevor mein Blutdruck steigt. Hier gibt es halt
Diese Dinger habe ich ja auch in Deutschland schon gesehen. Tumbleweeds, das ist ein geiler Name. Weil Tumbleweeds nennt man diese Dinger, die halt so in irgendwelchen Filmen, so The Big Lebowski am Anfang zum Beispiel, oder so durch die Wüste rollen. Tumbleweeds. Und die sehen halt so ein bisschen aus. Okay, lustig. Firestarter, also Anzünder. Hickory Smoked Wood Chips. Und das hier kennt man in Deutschland, glaube ich, auch nicht so, diese Firelogs, oder? Das ist halt hier so ein Ding, was man aus Zypresspappe gemacht ist, was man, 3,49, teures Feuerchen, was man halt so komplett mit Packung anzündet und dann halt so abbrennt. Ja, hier unten ist richtiges Feuerholz, Reinigungsgeräte oder Reinigungsutensilien. Guck mal, ey, das wäre auch ein geiles Mitbringsel, wenn ihr irgendwem in Deutschland was mitbringen wollt, geht ihr in so ein Smart & Final. Man guckt, bringt ihr so ein Caution Wet Floor Ding für $10.99 mit. Und ja, oder so ein Grip Ding hier, guck mal, zum Aufheben von so Dosen oder Zigarettenstummeln oder für so kleine Leute. Jetzt regen sich die kleinen Leute auf. Nein, ich mache mich nicht lustig, nur weil ich 2 Meter groß bin, aber hier, um so eine Dose Bohnen, was man sehen kann, hier aus dem Regal oben zu holen. Lustig, $20 plus Tax. Natürlich, wie immer, muss ich darauf hinweisen, ist nicht so logisch wie in Deutschland oder im Rest der Welt. Fiberglass Mod Handle. Okay. Was gibt es hier noch so? Klassische US-Mülleimer. Reinigungszeug. Kitchen Bags. Wo ist denn jetzt hier der Gastrobedarf? Komm, ich suche den Gastrobedarf. Entweder die haben es umgebaut oder das haben sie ein bisschen abgebaut. Hier so ein Stainless Steel Chaffer. Die kriegt man auch bei Amazon.de gekauft, habe ich gesehen. Hatte mich interessiert, musste mir überlegen, ob ich den mitnehme oder nicht. Ja, hier sind so ein bisschen Oven Mitts, also Handschuhe. Und hier findet ihr noch so richtig schöne 100 Watt. Na doch, ist LED. Aber Incandescent gibt es hier bestimmt auch noch irgendwie. Wer weiß, wer sich's einbauen will. Und Bleiche natürlich. Das werde ich vermissen, meine 100% Bleiche. Teufelzeug verfärbt alles, aber hervorragend zum Reinigen. Wenn ihr irgendwie so eine vergammelte Dusche oder so eine vergammelte Spüle oder so habt, einfach mal Bleiche reinsprühen. Und danach ist das richtig, richtig sauber. Ja, gut. Waschmittel. Alkoholabteilung. Hier geht's, guck mal, hier geht's so ein bisschen weiter mit der Einwegware. Und den Einwegbechern. Wobei das hier sind tatsächlich Mehrwegbecher. Also die kann man tatsächlich irgendwo, wenn ihr an so ein billiges Buffet geht hier in den USA, mit so Refill natürlich, wie auch in den meisten Restaurants, auch Refill von so Sodas, also nicht alkoholischen Getränken, dann findet ihr meistens halt hier diese Becher. Ja, das ist tatsächlich Gastro-Mehrweg, Plastik allerdings. Und hier sind halt auch diese ganzen umweltfreundlichen Party-Accessoires. Ja, guck mal zum Beispiel, ne? 125 Styroporschalen für $4,69. Da lohnt sich das Abwaschen eigentlich nicht. Komm, ich stelle meinen ganzen Haushalt nur noch auf diese Produkte um. Guck mal, die sehen sogar richtig echt aus hier. Damit kann man sogar den Besuch beeindrucken. Heavyweight Plastic Knives. Das Plastik sieht aus wie Metall. Kostet $12,99 für 80 Stück. Ah, das brauche ich. Ja, ist wahrscheinlich jetzt auch irgendwie nicht so gern gesehen, wenn man das jetzt in Europa auf einer Party benutzen würde. Hey, Kindergeburtstag. Hier sind die Styroporbecher. Oh, go ahead. Sorry. Sure. Okay. Ja, ich bin gerade ein bisschen enttäuscht wie die Gastro-Ecke. Nein, hier geht's. Nee, hier ist ein bisschen Gastro-Ecke. Okay, hier geht's weiter. Ja, hier sind so Plastikschüsseln. Ich denke mal, das ist jetzt aber auch Mehrweg. Also ist zwar Plastik, hier für den kleinen Salat zwischendurch. Aber ist. Wobei das hier könnte tatsächlich Einweg sein. Party Tray. Ja. Gut, das hier oben, 2,49 Plastikschale. Ja, kann man als Einweg benutzen, kann man wahrscheinlich auch mehrfach wiederverwenden. Strohhalme, es gibt sie noch, 2,69 für dieses Pack.
Und hier sind diese Plastikmetallschalen. Damit wird hier tatsächlich auch gekocht so. Sure. Und hier sind wir nochmal so ein bisschen mehr in der Gastro-Ecke. Also hier findet ihr diese Gastro-Schalen, die es ja auch in Deutschland gibt. Im Gastro-Bedarf. Also vor allen Dingen diese Größe hier findet man. Ne, ist nicht diese Größe. Ich finde die kleinen jetzt gerade nicht. Diese Dinger hier in diesen Ausmaßen, also die quasi quadratisch sind. Das ist hier eine, kostet hier 12,99 plus Tax. 10% etwa. Und die anderen, ja, kosten auch so alle in dem Dreh. Ja, sind wahrscheinlich genau wie die in Deutschland. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn die Maße so ganz leicht anders sind, dass es halt auf keinen Fall passt. Würde mich jetzt echt wundern, wenn das irgendwie normiert wäre. Ja, hier gibt es weitere, das ist jetzt hier Tortilla Warmer. Das findet man in Deutschland wahrscheinlich auch nicht so häufig. So kann man halt die Tortillas warm halten, die runden. Und hier gibt es halt, wenn ihr Pfannen sucht und keinen Bock auf diese beschichteten habt und so, also die gibt es hier auch, aber so diese halt etwas mehr Großgastrobedarfmäßigen Pfannen, dann findet ihr die bei Smart and Final. Und da unten gibt es tatsächlich wieder diese Pizzableche, ja. Die gab es eine Zeit lang nicht, wobei meine waren so schräg, dass man die ineinander stapeln kann. Es geht hier bei denen nicht so richtig gut, aber anyway. Unten riesige Töpfe, $50 dieser Topf da hinten, wie viel Liter hat sowas? Sorry, das war jetzt sehr laut, 15,4 Liter. Und hier gibt es auch noch andere Backbleche, die guten kleinen Mini-Muffin-Bleche. Kriegt man sicherlich auch in Deutschland. Und hier findet ihr halt auch noch so Ladles, also so Schöpfkellen. Das Nudelholz für die häusliche Gewalt. So. Das ist groß, ist aber sehr leicht. Also vielleicht so, ups, solltet ihr dann, sorry, Randale. Vielleicht solltet ihr ja dann doch hier, das ist auch sehr leicht. Ah ja, gut. Vielleicht solltet ihr lieber zu Harbor Freight Tools gehen, um euch zu bewaffnen. Ja, hier unten auch noch verschiedenes Gastro-Zeug. Ihr seht es ja. Ich muss mich zurückhalten, jetzt nicht irgendwie was zu kaufen, ne? Weil ich bin ja nicht nur, dass ich gerne Werkzeug kaufe, ich kaufe auch gerne so Gastro-Bedarf. Guck mal, wie so ein Pommes-Ding für 5,49, ja. Ey, Döner-Kebab mit Pommes? Nein, ich mache mich ja nicht lustig über, ich lache nicht über, ich lache mit euch. Ich bin ja in Berlin quasi mit Döner großgezogen worden. Statt Hip-Gläschen gab es Döner-Kebab. Nein, ich kriege jetzt gleich einen zürnten Anruf von meiner Mutter. Das stimmt doch gar nicht, was erzählst du da auf YouTube, Junge? Okay, es gab doch altersgerechte Ernährung bei mir zu Hause, aber wenn ich für jeden Döner, den ich in Berlin gegessen habe, 1 Euro jetzt kriegen würde, könnte ich mir einen Mittelklassewagen kaufen. Insofern, ja, nichts gegen Döner, ne? Döner macht schöner. Hat bei mir nicht funktioniert. Ja, riesige Messer auf jeden Fall, sehr beeindruckend. 12,99 nur für so ein großes Messer. Scream Teil 4. Okay, ich lege das mal weg. Ja, genau. Und hier gibt es noch welche Pizza-Heber oder sowas. Und hier gibt es tatsächlich was auch mit, Silikon, nicht schlecht, mit Milliliter und natürlich mit Cups. Die Rezepte sind ja hier meistens mit Cups. Mal gucken, wie das funktioniert, wenn ich mit den Cup-Rezepten, die ich habe auf meinem Handy, in Europa kochen werde, sozusagen. Ja, hier drüben gibt es halt noch weiteres Party-Zubehör. Und gucken wir uns mal die Rückseite an. Hier sind diese Ziploc-Beutel, die halt anders sind, weil sie halt so einen Reiter da drauf haben, der das verschließen kann. Peppercoras. Guck mal, kann man so eine Paprika ausschneiden. Tja, für jeden Haushaltsding gibt es natürlich irgendwie so ein eigenes Gerät. Guck mal, hier ist auch so ein essensgerechter, lebensmittelechter Eimer. Ist auch nicht schlecht. 10 Liter.
Und hier sind die in durchsichtig, diese kleineren Gastro-Dinger. Hier gibt es so einen großen Beverage-Dispenser, einen Wasserspender sozusagen. Oder hier könnt ihr euch auch so eine Wasser-Water-Bottle mit so einem Sprout, mit so einem, Spigot. Ein Ventil, so ein Zapfventil. Spigot. Könnt ihr euch hier holen. Siehst du, wenn du schon weder perfekt Englisch noch Deutsch richtig mehr sprechen kannst, dann weißt du, was los ist. Grocery Bags. Guck mal, hier kannst du nochmal Tüten kaufen. Earth-friendly. Brown Grocery Bags. Achso, es ist Papier. Okay, Earth-friendly. Ja, Papier. Und da unten gibt es auch nochmal White Butcher Paper, so Schlachterpapier. Siehst du, deswegen, dieser Laden ist tatsächlich für den Großhandel oder den Gastronomiebedarf nicht schlecht. Also, wenn ihr ein Restaurant in den USA aufmacht, müsst ihr euch merken. Also, wenn ihr an der Westküste wohnt, smart and final. Hier gibt es zum Beispiel auch solche, wieder Styropor. Styropor ist natürlich die Hölle, weil verrottet nicht, kann auch, glaube ich, nicht richtig recycelt werden. Und das hier sind so für euren Chinese Takeout für $8.19 für... Wie viel? Weiß man nicht. One for... keine Ahnung. Sorry Leute, kann ich euch nicht sagen. Viele. Ja, und da unten sind noch Pommesschalen übrigens. Für 11,79 für auch eine nicht weiter 52. Okay. Und hier andere sind andere Paper Food Trays. Für euren Food Truck, wenn ihr einen Food Truck aufmachen wollt, gibt es hier auch Plastikcontainer. 15,59 oben in Papier und hier auch in beschichtetem Papier für 16,99. Müsst ihr natürlich in eure Preise mit incorporaten, oder wenn ihr die Umwelt sauber mit eurem Foodtruck machen wollt, dann könnt ihr euch das hier auch in Heavy Duty Foam holen, in Styropor. Ja, oder ihr holt euch einfach Giant Brown Lunch Bags. Giant Lunch Bags für den großen Hunger. So, hier waren wir, das haben wir abgearbeitet, das ist der Gastronomiebedarf hier. Ich bin immer wieder beeindruckt. Ja, das gibt es hier noch an Getränken. So ein paar Sachen, die man auch in Deutschland findet, aber keine Ahnung, ob ihr die Jarritos Fruit Punch Soda findet. Wahrscheinlich nicht. Blue Sky Soda, Cane Sugar Cola. Wenn ich jetzt nicht an der Kasse anstehen müsste, würde ich mir ja mal eine kaufen. Wobei, ganze Palette lohnt sich jetzt wahrscheinlich nicht in meiner letzten Kalifornienwoche. Durch den Lockdown habe ich sowieso das Gefühl, dass ich eher zugenommen habe. Wer nicht? Ja. Ich glaube, Fitnessstudios, wenn sie dann den Lockdown überlebt haben, werden wahrscheinlich, sage ich mal voraus, einen Run erfahren. Ja. Gut. Water, das kennt man, glaube ich, in dieser Masse auch nicht in Deutschland. Das gibt es schon lange. Wenn du kein Wasserfiltersystem hast oder so, kannst du dir hier so 9,46 Liter für 3,79 holen. Arrowhead, das ist übrigens alles aus Kalifornien, das Wasser. Ne? Mountain Spring Water, das ist alles aus San Bernardino unten. Abgezapft in der Wüste. Macht total Sinn. Ja, hier drüben gibt es halt noch Alkohol und Bier. Ich guck mal hier so rum. Was ist hier so los? Hier ist so ein bisschen der Alkohol-Ecke. Den wichtigsten Teil des Ladens habe ich euch vorenthalten. Mit den Bierpong-Bällen, siehst du? Bierpong, müsst ihr mal googeln. Video Bierpong, wie man das spielt. Das ist ja das College-Saufspiel schlechthin. Oben gibt es hier einen Absolut Mandarin Water 1,75 Liter für 23,99. Das reicht für einen Abend. Wasser, okay, Wasser. Brauchen wir nicht. Und hier ist halt noch mal eine illustre Auswahl an verschiedenen Weinen. Für den kleinen Geldbeutel $10 für den Sangria-Fass, die Flasche. Wie viel ist drin? Weiß man nicht. Viel. 4 Liter, doch, hier steht's. 10% Alkohol, 4 Liter. Das ist ein guter Deal, würde ich sagen. Und schmeckt wahrscheinlich auch fürchterlich. Hier sind noch weitere Produkte, die weggeschlossen sind. Hier drüben sind noch weitere Alkoholsorten, die weggeschlossen sind.
Eis, ein Tresor. Sekt. Wie gesagt, also für den Feinschmecker ist das jetzt wahrscheinlich ja alles zum Teil nix, aber so, was können wir hier nochmal so ablaufen an Gängen? Guck mal, hier gibt es so Edelstahl-Straws, an diesem Endcap gibt es so ein paar Sachen. Ein Beachball, eine LED-Laterne, die auf Retro gemacht ist. Ich stehe auf sowas nicht so, weil ich mir so denke, okay, wenn es schon eine LED-Birne ist, dann sollen sie es halt auch modern aussehen lassen. Aber meine persönliche Geschmacksrichtung, ja, das, hier sind wir, glaube ich, durchgelaufen. Wenn nicht, macht nichts. Vielleicht sind wir hier schon durchgelaufen. Sind wir hier bei den Chips schon mal durchgelaufen. Hier gibt es auch weggeschlossen, ist jetzt so ein bisschen übertrieben. Vielleicht, wie gesagt, waren es irgendwie Lagerproblem auch, dass sie das hier irgendwie lagern mussten, aber so diese ganzen Kaugummis hier drin zu lagern. Aber ich habe es ja bestimmt schon mal vorher gesagt, wenn ihr in den USA seid und nach Mitbringsel sucht, dann guckt im Bereich der Kaugummis und Süßigkeiten. Also hier gibt es halt einige Sachen, die es nicht gibt in Deutschland. Und im Großen und Ganzen, muss ich ja sagen, finde ich die Lebensmittel in Deutschland natürlich besser. Oder habe da mehr Sachen, wo ich sage, endlich kann ich es wieder kaufen. Aber bei den Kaugummis ist Deutschland leider Entwicklungsland. Ja, sorry, also ich jetzt Ärger mit den Deutschen kriege, aber die Kaugummi-Auswahl ist hier in den USA besser. Und ich finde, die Sorten schmecken teilweise auch besser. Sind ein bisschen süßer, ein bisschen weniger scharf. Gibt aber auch alles für jeden Geschmack. Gibt auch eher süße, nicht? Oder eher scharfe, nicht so süße Kaugummis. Ja, hier gibt es halt so ein paar Chips, kleine Auswahl. Und hier sind auch nochmal so die Süßigkeiten. Skittles, M&Ms im Großpack, 1,75 Kilogramm für 10,99. Damit kann man arbeiten. Und hier oben diese komischen Red Vines Twists für 8,99 für 2,2 Kilogramm. Ein bisschen Lindt-Schokolade für 2,99. Weitere Chips. Oder auch sowas Organic Chickpea Puffs. Puh, okay. Wem es gefällt. Coffee Candy. Aber Zaba. Ich glaube, das was mit der Band zu tun hat. Oder ob es dann Markenstreit auf diese Firma zukommt. Ja, Gesundheit wieder mal. Na, da hebst du aber mal auf, ja. Please ask associate for assistance, okay. Muss jetzt nicht sein. Chicken in a biscuit. Huh. Ja, die guten Pringles, die kennt man ja auch aus Deutschland natürlich. Nur, dass es hier keine Paprika-Pringles gibt, wie es generell ja auch keine Paprika-Chips gibt. Was der Goldstandard für so Snacks für so Kinder und so ist, ist hier halt auch Goldfish. Ich weiß gar nicht, ob es die in Deutschland gibt, bald werde ich es wissen. Und hier gibt es noch weitere Süßigkeiten. Weitere Oreo-Cookies und Popcorn. Butter-Flavored Popcorn, 1,6 Kilo, was im Fall von Popcorn ziemlich viel Volumen bedeutet. Für 10 Dollar. Und hier noch weiteres Kettle Popcorn, aber ob das jetzt alles so schmeckt, ansonsten müsst ihr euch Popcorn selbst machen. Oh, Butter Topping für Popcorn. Das ist mal nicht schlecht. Und hier gibt es das ganze Beef Jerky und ja, Beefy gibt es hier nicht. Das heißt hier Slim Jim. Weißt du, was auch heißt? Vielleicht habe ich schon mal gesagt, sorry Leute, aber weißt du, was auch Slim Jim heißt in Umgangssprache? So ein Ding, mit dem man so ein Auto aufbricht, so eine dünne Stange, wo man unter die Scheibe geht. Nicht, dass ich mich in dieser Szene aufgehalten hätte, aber man kriegt es ja mal so mit. Ne? Also 10 Dollar hier für 227 Gramm Beef Jerky, also getrocknetes Beeffleisch. Oder hier 13,99 für 453 Gramm Smoked Shorty Sausages. Ansonsten Mandeln, Peanuts natürlich und weiteres Partyzubehör für die ökologisch wertvolle Party. Ballons am besten mit Helium füllen und an der Küste aufsteigen lassen.
So, Fleisch. Ribs. Pork Loin Back Ribs, 15,27 für 3,4 Pfund, also ungefähr 1,67 Kilo. Dosen, Getränke, kleine süße Töpfe für 6,99. Chicken Broth. Tee. Günstigere Varianten von bekannten Markencerealien. Und das heißt ja tatsächlich Crunchy Cereal mit dem Namen Ezekiel 4.9. Ezekiel 4.9. Okay. Der Besitzer ist wahrscheinlich nicht religiös. Sour Patch gibt es auch als Cereal jetzt. Sour Van Sweet. Immerhin haben sie Van richtig geschrieben. Da sieht man ja manchmal so ein bisschen peinlich. Ich finde ja, die englische Sprache ist jetzt in ihrer Grundform an sich nicht so schwierig. Aber da gibt es halt immer den beliebten Fehler, Van mit E und Van mit A zu verwechseln. Dann weißt du halt immer schon, wenn Leute das machen, wie es da um die Schulbildung mal bestellt war. Aber okay, ich möchte jetzt auch nicht zu herablassend daherkommen. Es gibt ja sicherlich auch Leute, die legasthenisch sind und nichts dafür können, aber then und then, genauso wie they are und there zu verwechseln, ist auch heftig. Party Center. Poppets, okay. Das ist wahrscheinlich wegen dem anstehenden 4. Juli. Die Feierlichkeiten werden wahrscheinlich keine wirklich großen Ausmaße annehmen. So, diese Gänge war ich jetzt noch schuldig. Flowering Birthday Candle, okay. Das war ich euch jetzt noch schuldig. Hier gibt es verschiedenes Backzubehör, Schokoladensirup, Molasse und Sweetened Condensed Milch mit der glücklichen Kuh aus Kalifornien drauf. Und hier gibt es nochmal verschiedene völlig gesunde, mit kaum unnatürlichen Farbstoffen versetzte Sprinkles und Kerzen. Natürlich, mein erster Geburtstag, bei mir ein bisschen zu spät für diese Kerzen, aber es gibt hier noch irgendwie, wo sind die Grandpa-Kerzen? Ich übertreibe es ein bisschen, da habe ich noch ein paar Jahre, bis es soweit ist, bis meine Familie Grandpa-Kerzen holen muss. Oh, guck mal da unten, Evaporated Milch, also Kondensmilch in der 2,86 Liter Dose vor allen Dingen, auch wie geil, 12,49. Und hier gibt es noch alle möglichen Kaffeesorten. Kaffee aus Hawaii, also hauptsächlich in Kona angebaut. Warum da jetzt Maui draufsteht, weiß nicht, ob der wirklich aus Maui ist. Schiff hat einmal in Maui angelegt, wo der Kaffee drauf war. Die findet ihr hier natürlich recht häufig. Auch ein gutes Mitbringsel natürlich, weil hawaiianischer Kaffee ist ja in Deutschland nicht ganz so häufig. Glaube ich zumindest, behaupte ich jetzt mal. Und hier kriegt man den halt überall für nicht besonders viel Geld. Und hier gibt es so klassische Kaffeekannen. Hier gibt es noch so ein bisschen Gastrobedarf. Tee. Vanille Flavor für 10 Dollar für 3,79 Liter. Okay. Ja, Zucker, Splendor, Sugar in the Raw. Dieses Sugar in the Raw ist halt auch Hawaii. Sorry. Und hier gibt es diese ganzen Sirupe. Die sind auch nicht schlecht, wenn ihr Bock drauf habt, sowas in euren Kaffee zu tun. So. Und hier gibt es auch noch verschiedene Öle. Korn, Maisöl. Ja, Olivenöl natürlich. Peanutöl, Erdnussöl. Und Canolaöl bzw. Rapsöl. Und hier gibt es noch ein paar ganz gesunde Getränke. Strawberry, Raspberry, Snow Cone Sirup. Achso, Snow Cone Sirup, das ist für, wenn du so ein hawaiianisches Shaved Ice, so ein hawaiianisches Shaved Ice machen willst, dann nimmst du halt so halt geshaved, also abrasiertes Eis und machst dann so einen Sirup rüber, wodurch das seinen Geschmack kriegt. Ja, wieder Fleisch hier.
ist eine totgefahrene Katze. Nein, ein totgefahrenes Rind, ein halbes Tier hier drin. Puh. Und hier ist ein ganzer, fünf ganze Truthähne in einer Packung. Keine Ahnung. Boah, guck mal hier. Ground Beef. 4,5 Kilo für 4,14 Dollar. Pro Pfund. Okay, immerhin pro Pfund. Das hätte mich jetzt ein bisschen schockiert, wenn man eine 4,5 Kilogramm Rindfleisch für 4 Dollar gekriegt hätte. Ganz so schlimm ist es dann doch nicht. Lachs. Hier noch einmal durch, falls wir hier noch nicht waren. Ein paar Gewürze. Und hier gibt es auch noch mal so ein bisschen Bohnen. Auch wieder in der mexikanischen Küche macht man ja sehr viel mit Bohnen. Uncle Ben's im Großpaket. Wer weiß, wie lange es diese Marke noch gibt. Ich wundere mich ja, bei der Butter, wo ich halt mal in meinem Foodmax-Video drüber geredet habe, haben sie es tatsächlich runtergenommen. Also da war ja so eine Native American, so eine Indianerin abgebildet immer bei der Land O'Lakes Butter. Und jetzt haben sie das halt so rassistisch und haben es halt runtergenommen. Jetzt ist dieses Logo anders. Ist nur noch Land O'Lakes ohne Indianerin drauf. Ja. Die Empörungsfront hat gewonnen. Ja, ansonsten weitere Beans, Bohnen, Reisgerichte, weitere andere Dosenbohnen, Apfelsaft. Ja, ich denke, das war's. Wir waren jetzt überall. Na, hier können wir noch einmal durchgehen. Diesen Gang haben wir noch nicht, oder? Waren wir hier schon beim Toastbrot? Ich glaube, hier bin ich umgedreht wieder. Ja, das habt ihr jetzt auch schon mal in anderen Videos gesehen. Toastbrot ohne Ende. Mayonnaise. Ja, hier ist die gute Miracle Whip eigentlich genannt. Ketchup. Sriracha-Ketchup, kennt man das in Deutschland? Bald werde ich es wissen, Sriracha-Ketchup, Mischung aus Ketchup und Sriracha-Soße. Sojasoße im Galonenpack für 11,29. Die guten Panda Express. Ey, zu Panda Express wollte ich auch immer mal mit euch hingehen mit der Kamera. Hat nicht mehr geklappt, wie wir jetzt wissen. Corona hat es nicht einfacher gemacht und wenn ihr da seid, geht mal zu Panda Express, ja. Also hier könnt ihr die Soßen auch kaufen, falls ihr den Geschmack mitnehmen wollt. Aber es schmeckt ja dann zu Hause nie so gut wie dort on-site sozusagen. Sagt man ja immer so, na, der griechische Wein beim Sonnenuntergang am Strand hat anders geschmeckt als die Flasche, die man mit nach Hause genommen hat. Da unten nochmal riesige Mengen an irgendwelchen krassen Soßen. Hier ist so ein bisschen Schoko oder beziehungsweise so Power-Riegel. Ja, so sieht's aus. Aunt Jemima, übrigens auch so ein weiteres Label, was wahrscheinlich unter dem Druck des Antirassismus bald verschwinden wird, weil Aunt, früher so schwarze Dienstmädchen halt so Aunt genannt wurden und die Männer Uncle von den Kindern der Sklavenhalter, deswegen wird es wahrscheinlich auch irgendwann nicht mehr Aunt Jemima heißen, die Marke. Wobei da ist natürlich das Branding zu ändern wahrscheinlich etwas schwieriger, als jetzt einfach die Indianerin, die Native American Frau von dem Logo der Land O'Lakes Butter runterzunehmen. Mal gucken, ob ich die Butter hier nochmal finde, so als Abschluss. Butter, Butter, Butter. Challenge Butter, na gut, das jetzt einen Elch oder ein anderes Tier drauf. Hier, siehst du, guck mal, Land O'Lakes, hier haben sie es runtergenommen. Da war halt vorher, wenn ihr euch das Video anguckt von meinem, sag schnell, Foodmax Rundgang, da ist noch die gezeichnete Dame auf diesem Logo mit drauf bei Land O'Lakes. Jetzt nicht mehr. Ja, ich kommentiere das nicht weiter, aber ist jetzt halt so.
Und ja, hier gibt es noch weitere Milch, Mandelmilch, Sojamilch und Eier. Eier, ja, für 3,99 für die Organic Cage Free ist recht günstig, 5,69 für die hier unten. Und wenn ihr keine Gesundheitsbedenken habt, dann könnt ihr ja auch die 30 Eier für 6 Dollar kaufen. Aus Käfighaltung. Und hier sind so verschiedene andere Milchprodukte nochmal. Danimals, der ungesunde Zuckersnack für Kinder, die dann mal eben die ganze Packung wegsaufen, wenn du nicht hinguckst. Und hier gibt es noch Joghurt in Großmengen. Und Käse. Ja, so. Ich würde sagen, jetzt haben wir alles gesehen. Jetzt gehe ich wieder raus und verabschiede mich. Mal gucken, ob ich durch den Eingang wieder rauskomme oder ob ich durch den Kassenbereich laufen muss. Hier gibt es noch eine Coupon-Zeitschrift auch nochmal. What's Cooking? Was gibt es hier im Angebot? Ja. Ben & Jerry's für 2,99. Gibt es gerade auch bei Safeway. Offensichtlich machen die gerade irgendwie so eine Ben & Jerry's Verkaufskampagne oder so. Keine Ahnung. So, Exit. Ich gehe hier mal raus. Gucken wir uns noch einmal von außen die Storefront an. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich. An der Stelle gucken wir hier noch so ein schöner alter Ford Crown Victoria bzw. Mercury Grand Marquis. Ja, smart and final. Aber ich mache nochmal ein Foto für mein Thumbnail. Für das Video. Ist nicht schwierig mit dem Gegenlicht, egal. So, na dann. Bis demnächst. Tschüss.